Hallo und herzlich willkommen zum Vlogmas Tag Nummer 18. Ich habe gerade meine kleine Mello im Arm und ich werde jetzt den Vlog für heute bearbeiten und hochladen. Und heute Morgen war schon etwas sehr hektisch, weil Diana hat gestern aus Versehen mein Laptopkabel mitgenommen. Das ist etwas sehr Schlimmes. Aber sie hat es mir heute Morgen um 7 oder so gebracht. Und dann habe ich noch ein bisschen Sport gemacht. Ich habe geduscht, habe meine Haare gewaschen und habe die Katzen gefüttert. Und ich habe mich selbst gefüttert auch, gefrühstückt. Und jetzt wird erstmal gemacht. Und heute kommt Florian um 15 Uhr. Das ist so, Video, Vlog für heute ist fertig, hochgeladen, endlich. Das dauert bei mir irgendwie immer voll lange. Ich habe die Wäsche gerade abgehangen. Das Klo muss ich jetzt noch putzen. Und einmal kurz staubsaugen wollte ich. Das ist so schlimm mit Katzen. Irgendwie hängt der Streu überall rum. Was kann man dagegen tun? Irgendwie hat Florian Zugverspätung. Das heißt, er könnte seinen Flug wahrscheinlich nicht bekommen. Wir müssen auch mal vloggen, was wir so komisches essen. Wir essen jetzt Reste. Und so sieht es aus, wenn wir Reste essen. Die ungeschminkte Wahrheit seht ihr hier. Hier ein bisschen KFC, hier ein bisschen Fasau. Ja, ja, ja. Guten Appetit. Zeit zum Video drehen. Ich habe mich jetzt einigermaßen angezogen. Aber bevor ich das Video drehe, wollte ich meinen Kalender aufmachen. So, ich mache mal hier ein bisschen Licht. Oh, zu hell. Oh, geblendet. Ich muss ein bisschen warten, dass meine Nägel trocknen. Irgendwie hasse ich es, meine Nägel zu lackieren. Aber was macht man nicht alles für Videos? Heute im Kiehl's-Kalender ist drin das Hydro Plumping. Ach, ein Serum. Von Kiehl's, of course. Und habe ich schon den Hello-Kalender aufgemacht? 17. Nein, habe ich noch nicht. Den werde ich doch jetzt direkt vernaschen. So, das werde ich jetzt noch essen. Solange trocknen noch meine Nägel. Dann werde ich mein Set aufbauen, ein bisschen mein Make-up zurechtlegen und dann wird geschminkt. Huhu, was für ein geiler Vlog. Nicht. Eigentlich bin ich nur am Filmen und Aufräumen und irgendwie passiert nichts Wirkliches, aber ich habe jetzt beschlossen, weil Florian durch eine Zugverspätung seinen Flug verpasst hat, dachte ich mir, ich hole ihn jetzt vom Flughafen ab, weil normalerweise setzt er sich in den Zug und dann fährt er zu mir. Aber heute dachte ich mir mal zur Abwechslung, mal hole ich ihn ab, weil auch sein Akku leer ist und ich will nicht, dass er sich irgendwie verfährt oder so. Deswegen fahre ich jetzt zum Flughafen, werde mich jetzt noch anziehen und mich ein bisschen abschminken, weil irgendwie habe ich mir gerade zu viel Schminke draufgeklatscht. Und dann werde ich euch dann updaten, wie weit ich bin. Ich bin mal gespannt. Ey, nicht, dass ich am Ende am falschen Flughafen bin oder am falschen Gate oder so. Das wäre voll der Fail. Naja, okay. Weil man kann ja auch nicht kommunizieren ohne Handy. Also irgendwie ist es voll so, man fühlt sich so voll aufgeschmissen, wenn der Akku leer ist, oder? Ich hätte fast Florian verpasst. Oh Gott. Ich hätte ihn fast verpasst. Ich bin so gerade die Treppe hochgegangen und ich sehe ihn nur so im Hintergrund, dass er die Treppe runtergeht. Und ich dachte mir so, ein Glück habe ich es geschafft, weil mein Zug hatte Verspätung. Wirklich blöd. Aber naja, Ende gut, alles gut. Dieses gezwungen Lächeln. Wir sind gerade bei Penny, weil die neu eröffnet haben. Und sieht voll hell und groß aus. Jetzt suchen wir erstmal Pommes. Ich habe schon so Hunger. Mal soll man schon gleich anfangen zu kochen. Mello ist gerade gesprungen und auf halber Strecke hingeknallt. Mello! Nee, nicht du, Ivy. Ihr geiert schon wieder so doll, ey. Ihr habt doch gerade erst Essen bekommen, oder? Mhm. Richtige Geier. Eine Sekunde. Was ist da kalt, ey? Ja, ich lasse es jetzt draußen, ich weil... Den Kühlschrank ein bisschen mehr. Oh, sorry. Aber der Kühlschrank, voll komisch, der Kühlschrank, der stellt sich immer von selber ganz gut. Der stellt sich von selbst immer auf 2 bis 3 Grad. Ich mache immer auf super. Und dann... Vielleicht ist super auch kalt. Ja, auch super. Super Grad? Ja. Ach. Oh. Der Mello hat mich gerade so angepiekst. Wieso piekst du mich? Warum machst du sowas? Da mache ich euer Fleisch medium oder möchtet ihr gerne rare? Blutig. Wie wird deine Haare? Aber sie macht nicht mit Krallen. Nein, sie wird dich hauen, wenn du doof bist. Bist du wieder am Geiern? Ey, guck mal, die geiern richtig nah dran, ey. Richtig schlimm. Ivy macht hier so von Distanz. Und Mello geht immer richtig nah an die Füße und so.
Mal, deine Socken sind nicht deine, ne? Oder sind es deine? Sind die von Ben, oder? Deine Hanfsocken? Wir warten jetzt auf unser Essen. Ja, wir haben Hunger. Und ich habe einen Salat gemacht. Ein Salätchen. Ein Salätchen. Das kam gerade aus meinem Mund. Und wir warten jetzt auf die Spare Ribs. Und ich habe mir... Was für ein Spiel? Gemacht. Das ist, wo überall Werbung ist. Kennt ihr das eine Spiel? Das heißt Episodes, wo man die ganze Zeit so selbst halt Entscheidungen treffen kann. Ja. Ich fand das auch das gruselige Spiel. Es geht um so ein Mädchen, sie kommt so neu in ein College rein und bekommt die ganze Zeit so Messages von wegen I know who you are und so. Und sie fährt so, und irgendwie hat sie auch die ganze Zeit das Gefühl, dass sie jemand stalkt und alles ist halt nicht so ganz so bei rechten Dingen. Wie sagen Deutsche immer? Ganz mit rechten Dingen zugeht. Ja, es geht nicht ganz mit rechten Dingen zu. Schon lustig. Okay, wie heißt das Spiel? Episodes. Kannst du irgendwie killen oder so? Weiß ich nicht, aber man kann immer nur so 2-3 Episoden spielen, da muss man 3 Stunden warten. Ist das so eine Story? Es sind 3 Stories, aber man spielt halt erst die erste Story und die zweite und dann die dritte. Ich habe mir jetzt das Spiel runtergeladen. Ich war mal gespannt. Da kannst du dir auch eine Studentenverbindung und sowas raussuchen. Es gibt halt die coolen, populären, die Streber und die, keine Ahnung, Hippies, glaube ich. Cool! Ich meine Haare ist ja voll, irgendwann färbe ich wieder schwarz. Hier, so sieht das aus, Leute. Da wird doch überall Werbung drum gemacht. Echt? Ja. Tumblr. Vielleicht auch nur auf Tumblr. Ja, kanntet ihr das Spiel vorher? Ich kannte das gar nicht. Ist aber auf Englisch. Ja. Und ist auch mal cool, wenn du dann auf eine Party gehst, kannst du dir auch immer dein Outfit aussuchen. Immer zwischen classy, smart, glaube ich, oder so. Oh, und, wie cool. Hip auswählen. Eigentlich ist es ganz süß. Also guter Zeitvertreib. Also wenn ihr wollt, dann verlinke ich euch das mal in der Infobox. Wenn ich noch dran denke, ich weiß es aber nicht, ob ich dran denke. Und wann kommt dann das? Your out of passes. 3 Stunden 45 Minuten wollen die, dass du wartest? Mhm. Ist ja unmöglich. Guck mal, was Florian macht. Was machst du? Ich habe mein Handy geladen. Ja. Du wolltest an meinen Laptop, du wolltest klauen. Wir essen heute voll ungesund. Gar nicht wahr. Doch. Guck mal, du bist voll rot, ich bin voll gelb. So, ich muss jetzt noch meinen Dreck wegräumen, vom Salat machen. Kennt ihr das? Irgendwie vergesse ich nach dem... Also es gibt so Leute, die können nach dem Essen direkt aufräumen, also nach dem Kochen. Ich bin so jemand, ich würde es gern können, aber manchmal lasse ich das. Also irgendwann räume ich es voll ordentlich weg und so, aber nicht direkt sofort danach. Und was sagst du zu einem riesigen Stück Fleisch? Könnte mehr sein. Florian, Alter. Also jetzt kommt noch Pommes dazu. Ey, es wird schon wieder so ungesund, aber so lecker. Spare Ribs, Spare Ribs. Yummy. Ja stimmt, wir hatten gerade Salat gegessen, deswegen. Mhm. Mit Smileys. Kennt ihr die auch? Ich finde die voll lecker. Ich kenne die nicht. Die hat Mai uns introduced. Und hier ist noch ein bisschen Dressingsoße von gerade eben übrig. Ja, wie scheiße drauf, oder? Ja. Yeah. Mello. Lass die schlafen. Das ist so süß, wie die da stehen. Das ist so wie dieser Meditieren, das sieht aus wie so ein Teddybär. Los geht's! Florian hat sich gerade Pommes-Salz auf seine Smileys gemacht. Und da ist es jetzt nur noch der Smiley übrig. Das ist süß. Wir sind aber nicht alle dabei. Florian bekommt jetzt die Auswahl vorgestellt an Keksen. Das ist Nachtisch. Okay. Das ist unser Mama-Keks. Eine Mischung aus Schokoteig und normalen Plätzchenteig. Ja. Das sind unsere Nippelkekse. Okay. Ein sehr schokoladiger Teig mit einer Nippel, so ein bisschen Mantel und ein bisschen Puderzucker. Dann haben wir unsere süßen Bärchen. Ah, die sind cool. Die sind richtig süß. Mit ein bisschen Zuckerguss und auch eine Mandel. Mhm. Und unsere letzte Auswahl, weil die anderen habe ich schon mal Freundin gelassen, die kriege ich erst am Samstag. So kleine Marmeladenkekschen. Mhm. Ich kann so gerne mehrere probieren. Boah, für was entscheidest du dich? Die Spannung steigt. Die Nippel natürlich. Ich bin okay, sehr, sehr schokoladig. Von denen krieg ich nicht genug, weil ich bin Schokofreak. Und? Schokoladig. Was hast du? Ich will den Marmeladenkeks. Da sind nicht mehr viele da. Okay, ich will. Nee, ich nehme einen anderen. Ich nehme den. Ich meine nicht auf den Teller. Du Emmy. Ist auch
ganze Zeit auf den Popo. Macht aber Spaß. Ich hör nur die ganze Zeit. Florian, Mal und ich schauen jetzt einen Film und zwar schauen wir die Marsianer. Der Marsianer. Oh, der Marsianer. Und ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, aber schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr den Film fandet. Ja, wir machen uns das erstmal jetzt gemütlich mit unseren Babys. Ich sehe so fertig und kaputt aus. Mai, Florian und ich, heute ist der 17. 40, 50, 70. Mai macht gerade ihr Workout. Wir verabschieden uns jetzt von dem Vlog und wünschen... Achso, ich wollte noch sagen, wie der Film war. Der Film war wirklich richtig gut. Wir haben alle mitgefiebert. Und wir haben alle einfach... Also es war echt cool, der Film. Also ich war bis zum Ende wirklich sehr gespannt. Ist auch schon 23:30 und wir gehen jetzt schlafen. Ich liebe mich jetzt bei Schmerzwoche. Und wenn ihr das morgen